Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Corinna Scheibe. Ich bin vom Beruf Diätassistentin. Ich arbeite im Reha-Zentrum Rainer Junge, betreue dort die kardiologischen Patienten in der Theorie und der Praxis. Das heißt, die theoretisch halte ich Vorträge für die Patienten zum Thema herzgesunde Ernährung und wir können in einer schönen Lehrküche das Ganze auch in die Praxis umsetzen. Das heißt, wir kochen dann auch gemeinsam. Ja, ich freue mich, auch dieses Jahr wieder für den Göttinger Herztag zu referieren. Und ja, es geht um richtige Ernährung bei Bluthochdruck. Diese Themen möchte ich gerne mit Ihnen heute durchsprechen. Wir reden erstmal über die Normalisierung des Körpergewichts. Es geht natürlich um Salz, das wissen Sie schon. Die Kaliumzufuhr ist auch bei einer gesunden Ernährung mit bei hohem Blutdruck sehr wichtig. Kurz eine Zusammenfassung mit der mediterranen Ernährung. Dann gebe ich kurz einen Hinweis auf blutdrucksenkende Lebensmittel und noch einmal einen Hinweis zum Alkoholkonsum und dem Nikotin. So, besteht ein Übergewicht, ist es durchaus sinnvoll, das Gewicht zu reduzieren. Und hier haben wir einen sehr guten Einfluss auf den Blutdruck, nämlich ein Kilo Gewichtsverlust senkt den Blutdruck um 1 bis 2 Millimeter Hg. Das ist durchaus sehr wirksam und ist anzuraten. Vor allem das Bauchfett muss weg. Das Bauchfett, das ist dieses viszerale Fett, was sich innerhalb des Bauchs befindet, ist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sehr, sehr ungünstig, weil auch hier Hormone produziert werden, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen negativ beeinflussen, also auch hier Einfluss haben auf den erhöhten Blutzucker, auf auch erhöhte Blutfettwerte und natürlich hier auch auf den erhöhten Blutdruck. Zusätzlich werden durch die Gewichtsreduktion auch weitere Risikofaktoren bei Herzerkrankungen positiv beeinflusst. Das Körpergewicht ist immer eine Frage der Kalorienbilanz. Das heißt, das wollte ich noch mal so ein bisschen mehr weiter betonen, es geht immer um die Kalorienzufuhr. Das heißt, egal welche Ernährungsform Sie anstreben, um Ihr Gewicht zu reduzieren, entscheidend ist immer die Kalorienmenge. Und das ist egal, ob Sie da ein Fasten, ein Intervallfasten oder ob Sie einfach nur eine Ernährungsumstellung vollziehen und Ihren normalen Tagesauflauf beibehalten. Die Kalorienbilanz ist das Entscheidende. Zusätzlich wäre auch eine Steigerung der Bewegung wünschenswert. So, wie normalisiere ich mein Körpergewicht oder wie kann ich Körpergewicht abbauen? Hier ist natürlich anzustreben eine dauerhafte Ernährungsumstellung und keine Diät. Dauerhafte Ernährungsumstellung heißt, man versucht in seinem Alltag den normalen Rhythmus beizubehalten und so, dass das Gewicht reduziert wird, dass es aber auch reduziert bleibt. Denn kurzfristige Diäten fordern meistens einen Jojo-Effekt, das heißt, das Gewicht geht runter und ist die Diät oder die kurze Zeit vorbei, geht das Gewicht auch schnell wieder rauf und meistens über das Ausgangsgewicht hinüber. Das heißt, sinnvoll ist eine langfristige Ernährungsumstellung. Wie macht man das? Das heißt natürlich mehr kalorienarme Lebensmittel essen, also kalorienreiche Lebensmittel nach Möglichkeit weglassen, mehr auf die kalorienarmen gehen. Auch Lebensmittel mit einem hohen Ballaststoffanteil auswählen. Das heißt, mehr pflanzliche Lebensmittel, Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, die sorgen immer für eine gute Sättigung. Und wir wissen alle, es gibt nichts Schlimmeres, als ich will abnehmen und ich habe Hunger. Also immer so essen, dass man gut satt ist von einer Mahlzeit zur nächsten. Die Fettzufuhr bitte beachten. Fett ist immer ein großes Problem, weil es der höchste Kalorienträger ist. Das heißt, auf kleine Menge Fett konsumieren wir eine sehr hohe Menge an Kalorien. Und das Problem dabei ist, dass wir in vielen Lebensmitteln auch viele Fette haben, die für uns nicht so deutlich sichtbar sind oder die für uns, wo wir den Fettgehalt der Lebensmittel auch falsch einschätzen. Das heißt, hier bitte unbedingt auf die Fettzufuhr achten. Natürlich auch den Zuckerkonsum reduzieren. Viele Lebensmittel sind zugleich fett- sowie auch zuckerreich. Und hier ist es sinnvoll, einfach mal zu gucken, wie hoch ist meine Zuckerzufuhr, wo kann ich da vielleicht das eine oder andere durchaus einsparen. Die Eiweißzufuhr sichern, das ist immer sehr wichtig bei einer Gewichtsreduktion, denn wir wollen ja, dass Körperfett abgebaut wird bei der Gewichtsabnahme und nicht Muskelmasse abgebaut wird. Das heißt, ich muss hier immer gucken, dass ich ausreichend und hochwertig Eiweiß esse. Hochwertiges Eiweiß heißt immer eine Kombination
zwischen tierischem und pflanzlichem Eiweiß auswählen und ich somit auch garantiere, dass ich meinem Körper genügend Eiweiß hinzuführe, um hier auch die Muskelmasse aufrechtzuerhalten und auf keinen Fall abzubauen. Ja, das aktuelle Ernährungsverhalten beobachten ist auch sehr sinnvoll. Heute ist bei der Gewichtsreduktion die Empfehlung, weniger Mahlzeiten zu essen, also drei Hauptmahlzeiten ist hier die Empfehlung. Das ist dieses Prinzip Kaiser-König-Bettelmann-Prinzip. Also frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettelmann. Damit vermeiden wir, dass viele kalorienreiche Zwischenmahlzeiten gegessen werden. Wir nennen das auch im Ernährungsbereich Snacking. Das heißt, es werden immer kleine Mahlzeiten gegessen und man hat überhaupt gar keinen Überblick darüber, wie viel habe ich gegessen und wie kalorienreich war das jetzt eigentlich. Das heißt, wenn ich drei Mahlzeiten esse, es ist wichtig, zu diesen Mahlzeiten auch gezielt auszuwählen, wie gestalte ich sie. So, das Salz spielt eine große Rolle bei der Regulation des Bluthochdrucks. Experten vermuten, dass wir so circa 1,5 Gramm Kochsalz pro Tag brauchen. Also Kochsalz heißt Natriumchlorid. Ernährungsgesellschaften empfehlen, dass wir eine Zufuhr von ca. 5 bis 6 Gramm pro Tag anpeilen sollen. Leider liegt die durchschnittliche Aufnahme derzeit bei 9 bis 12 Gramm pro Tag. Das heißt, wir haben so etwa die doppelte Menge, die wir mit vielen Lebensmitteln und auch mit Zusalzen dabei zu uns nehmen. Circa 30% der Gesamtbevölkerung und gerade bei Herzpatienten oder bei Bluthochdruckpatienten sind es circa 50 bis 55%, die salzsensitiv reagieren. Das heißt, diese Patienten sprechen sehr gut auf eine Salzreduktion an und hier durchaus sinnvoll, die Salzzufuhr zu kontrollieren. Das heißt, wir empfehlen hier einen vernünftigen Kochsalzkonsum. Vernünftiger Kochsalzkonsum heißt nicht, dass wir jetzt alles salzfrei essen müssen, sondern man soll einfach mit salzreichen Lebensmitteln gezielt umgehen. Und hier ist die Empfehlung, salzreiche Lebensmittel wie Fastfood, Fertigprodukte, alles was gepökelt ist, natürlich salzreiches Knabbergebäck und auch Konserven, die immer gesalzen sind, die bitte vermeiden. Also nicht in dem Tagesplan immer einplanen, sondern eher als Ausnahme gewähren. Zusätzlich beachten muss man die hohe Salzmenge, die wir sowieso schon in zum Beispiel Brot und Brötchen und vor allem auch in Wurst und Käse haben. Die muss mitbedacht werden, wenn ich etwas davon esse oder damit zubereite. Und das ist eine Empfehlung, die wir in der Lehrküche auch durchaus praktizieren. Das heißt, wir salzen ja, aber wir probieren. Das heißt, wir versuchen immer herauszufinden, wie schmeckt es und wie schmeckt es gut, aber es soll nicht versalzen sein. Und hier ist es immer sinnvoll, seine Geschmacksnerven sehr gut zu sensibilisieren, weil wir sprechen gerade auf Salz, sowie übrigens auch auf Zucker, sehr sensitiv an. Also das heißt, unsere Geschmacksnerven lassen sich da sehr gut manipulieren. Wir sind alle sehr salz- und sehr zuckerkonditioniert, aber wenn ich versuche, meine Geschmacksnerven da etwas zu trainieren, dann können wir da auch mit weniger Salz und auch mit weniger Zucker die Lebensmittel noch als sehr lecker empfinden. Ja, natürlich anstelle von Salz andere Würzmöglichkeiten finden. Hier bieten sich immer frische Kräuter oder Kräuter überhaupt an, entweder frisch aus dem Garten oder aus dem Topf. Hier können wir auch gut auf tiefgefrorene Kräuter zurückgreifen. Die haben heute eine sehr hohe Qualität und werden also auch als Mischkräuter angeboten oder auch als getrocknete Kräuter. Die sind natürlich nicht mehr so intensiv, aber wenn ich die dem Essen zugebe, entwickeln sie auch ein gutes Aroma. Und ich empfehle immer, und das praktizieren wir auch in der Lehrküche, viele andere Gewürze mal auszuprobieren. Es gibt heute viele neue Gewürze, auch viele Mischgewürze, die, wenn ich mit denen etwas experimentiere, wo man gar nicht mehr so merkt, dass das Salz eventuell fehlt oder dass ich weniger Salz zugegeben habe, weil diese Gewürze so geschmacksintensiv sind, dass ich dem Essen vielleicht auch mal eine ganz neue, interessante Richtung geben kann. Ja, natürlich die Empfehlung, auch viele Speisen selber zuzubereiten. Also ich finde es hier immer so beim Kräuterquark auch entscheidend. Der muss nicht gekauft werden. Kräuterquark kann ich ganz schnell selber machen. Ich kaufe einfach Quark.
hier wieder die tiefgekühlten Kräuter einsetzen oder auch wenn ich habe im Kräutergarten frische Kräuter, das Ganze selber zubereiten und dadurch kann ich natürlich meine Zufuhr an Salz bestimmen und wie schon vorher gesagt auch meine Geschmacksnerven da sehr gut sensibilisieren. Ja, Vorsicht bitte bei dem Salzgehalt von Gewürzsalzen und Brühen. Gewürzsalze hören sich immer sehr verführerisch an, Tomatensalz, Kartoffelsalz, aber hierbei muss man unbedingt beachten, dass der Salzgehalt zu 98% in diesen Gewürzen besteht. Das heißt, wir haben nur 2% andere Gewürze. Da haben wir einen sehr guten Ersatz. Sie können halt sich ein Gewürzsalz selber mischen. Das heißt, Sie kaufen sich ein grobes Salz, geben dort getrocknete, das geht nur mit getrockneten Gewürzen, und kaufen eine Gewürzmühle und dann mischen Sie selber Ihr Gewürzsalz. Hier können Sie dann auch bestimmen, wie hoch der Salzgehalt sein soll. Und Vorsicht bitte bei Brühen, also da würde ich wenn sowieso nur eine Gemüsebrühe empfehlen, Rinderbrühen oder Geflügelbrühen haben immer noch andere Zusätze, die wir nicht so gerne haben wollen. Bei Gemüsebrühen bitte auch darauf achten, wie hoch der Zuckergehalt ist. Da müssen Sie einfach mal lesen und vergleichen. Es gibt viele Brühen, die haben einen wesentlich höheren Gemüseanteil und einen eher erniedrigten Salzanteil. Und hierbei dann bitte auch noch die Dosierung beachten. Aber wenn ich auch damit gezielt umgehe, kann man so etwas dann auch einsetzen. So, und wählen Sie ein geeignetes Mineralwasser. Häufig werde ich gefragt, welches Mineralwasser ist denn das Beste? Dann antworte ich immer, das beste Mineralwasser ist das, was Ihnen schmeckt, weil wenn es Ihnen nicht schmeckt, trinken Sie es nicht. Das heißt, ich würde immer empfehlen, kaufen Sie mehrere Flaschen Mineralwasser und probieren Sie die durch und achten Sie dann gleichzeitig nochmal auf die Werte. Und wenn Sie ein Mineralwasser finden, was Ihnen vor allem schmeckt, was dann vielleicht von den Werten, also hier speziell Natriumchlorid, noch ganz gut liegt, dann ist das Ihr richtiges Mineralwasser. Das kann aber für die nächste Person ein ganz anderes sein. Also hier mal Mineralwasser probieren und bitte vergleichen. Kochsalzersatzmittel, die es in so zahlreichen Sorten gibt. Kochsalzersatzmittel sind meistens eine Kombination aus zum Beispiel Kaliumchlorid oder basieren auch auf Magnesiumbasis, sind meist nicht zu akzeptieren. Die salzen nicht, sondern sie schmecken eher bei vielen Speisen sehr metallisch raus. Das heißt, das schmeckt so ein bisschen wie am Eisengeländer gelutscht. Also man hat immer so einen leicht metallischen Geschmack. Deswegen halten viele Patienten die absolut nicht für akzeptabel. So, dann kommt es bei Bluthochdruck auch unbedingt auf eine angepasste Kaliumzufuhr an. Kalium ist ein Gegenspieler von Natrium und spielt speziell bei der Regulation des Blutdrucks eine große Rolle. Das heißt, wählen Sie vermehrt viele frische und vor allem pflanzliche Lebensmittel aus. Hier Gemüse, auch hier spielen wieder die frischen Kräuter eine ganz große Rolle oder Obst. Besonders kaliumreich sind Tomaten, egal in welcher Verarbeitung, Aprikosen, Bananen, Kartoffeln, natürlich nur, wenn sie als Pellkartoffeln gekocht werden, weil nur wenn die Pelle noch drum ist, können die guten Inhaltsstoffe, also Mineralstoffe, vor allem das Kalium, auch drin bleiben, weil Kalium ist wasserlöslich. Und auch die Hülsenfrüchte haben einen sehr guten Kaliumgehalt und gleichzeitig auch einen hohen Gehalt an pflanzlichem Eiweiß. Also hier auch sehr zu empfehlen. Nüsse und Trockenobst. Wir wissen ja, die Nüsse sowieso in der herzgesunden Ernährung mit ihren vielen ungesättigten Fettsäuren und auch teilweise hohem Anteil von Omega-3-Fettsäuren. Und auch das Trockenobst hat sehr viel Kalium. Hier aber bitte Vorsicht. Trockenobst hat auch immer sehr viel Zucker, weil es ist ja... Also Obst besteht aus Zucker und Wasser und entziehe ich dem Obst das Wasser, bleibt sehr viel Zucker über. Also hier Vorsicht, wenn es auch um die Gewichtsreduktion geht. Eine Einnahme von Kaliumpräparaten zusätzlich ist nicht zu empfehlen, weil man dann, wenn man eine gesunde Ernährung anstrebt, im Kalium häufig viel zu hoch kommt. Und bei der Zufuhr von Kalium ist es wichtig, sprechen Sie bitte vorher unbedingt mit Ihrem Arzt, weil es gibt auch manche Herzerkrankungen, da ist eine hohe Kaliumzufuhr nicht so angesagt. Also hier bitte immer vorher absprechen, wie weit Sie da gehen dürfen. So, und natürlich eine mediterrane Ernährung steht bei der herzgesunden Ernährung im Vordergrund. Auch hier haben wir viele Inhaltsstoffe, die für die Senkung des Bluthochdrucks verantwortlich sind. Hierbei geht es nicht um Pizza und Pasta, sondern es geht um die traditionelle mediterrane Ernährung. Das heißt, eine große Vielfalt an pflanzlichen Lebensmitteln. Eine mediterrane Ernährung ist eine pflanzenbetonte Ernährung. Hier steht im Vordergrund, viel Gemüse zu essen, auch das Obst, Getreideprodukte, Nüsse, Hülsenfrüchte und so weiter.
Die traditionelle mediterrane Ernährung beruht auch auf selber zubereiten. Also alle Lebensmittel oder viele Gerichte werden selber zubereitet. Auch hier wieder durchaus sinnvoll der Einsatz von weniger Salz und vielen Kräutern, die ich dann hinzugeben kann, und Gewürzen. Der Anteil an tierischen Lebensmitteln ist eher gering bei der mediterranen Ernährung und natürlich eine gezielte Auswahl der pflanzlichen Fette, also hier natürlich insbesondere Olivenöl, ersatzweise das deutsche Rapsöl, sowie auch Walnussöl oder Leinöl stehen hier im Vordergrund und auch Fisch, insbesondere der fette Fisch mit seinen hohen Omega-3-Fettsäuren. Genau, und hier auch viele aromatische Kräuter und Gewürze. Die mediterrane Ernährung lebt ja geradezu davon, von vielen aromatischen Zutaten. Ja, und natürlich gehört zur mediterranen Ernährung oder zur mediterranen Lebensweise auch eine entspannte Lebensweise. Und wie Sie wissen, auch das hat einen positiven Einfluss auf den Bluthochdruck. Ja, zusätzlich gibt es noch blutdrucksenkende Lebensmittel. Die werden immer so in vielen Medien so tituliert. Das liegt daran, dass es sich hier vermutlich um Inhaltsstoffe handelt. Also vermutlich, das ist noch nicht so ganz erforscht. Nitrat und vor allem auch die sekundären Pflanzenstoffe, die hier eine gefäßerweiternde Wirkung haben und somit den Blutdruck durchaus senken sollen. Da steht immer an erster Stelle die rote Beete oder auch der rote Beetesaft. Es ist der Fenchel und der Weißkohl und es sind grüne Blattgemüse. Hier ist der Inhaltsstoff Nitrat. Dann sind auch in der dunklen Schokolade sowie in Kakao und Heidelbeeren besonders gute sekundäre Pflanzenstoffe. Das sind die Flavonoide, die sich hier sehr positiv auswirken. Und auch im Hafer gibt es einen Inhaltsstoff, das ist das Beta-Glucan. Das ist der Ballaststoff im Hafer, der sich wiederum von Weizen und Roggen sehr unterscheidet. Und hier gerade herzgesunde Ernährung heißt unbedingt Ernährung mit Hafer, weil das Beta-Glucan auch weitere positive Einflüsse auf Blutdruck und Blutdruck, Blutzucker sowie auch die Blutfettwerte hat. Und es sind auch die Pflanzenöle und Nüsse. Hier die ungesättigten Fettsäuren, insbesondere die mehrfach ungesättigten Fettsäuren wie die Omega-3-Fettsäuren. Hier bitte Vorsicht, diese Lebensmittel können auch nur eine begleitende Therapie sein. Das heißt, sie ersetzen keine Medikamente und auch keine Ernährungsumstellung. Und wie Sie sehen, das sind halt auch Lebensmittel, die eventuell neben ihren guten Inhaltsstoffen aber auch viel Kalorien haben können. Das heißt, hier darf man eben nicht hemmungslos oder in großer Menge mit umgehen, sondern auch das sehr gezielt einsetzen. Es ist auch eine Mengenfrage. Also die Frage ist, wie viel rote Beete muss ich jeden Tag essen, damit ich meinen Blutdruck dadurch sinnvoll senken kann. Aber durchaus eine unterstützende Therapie. Wenn wir darüber reden, was erniedrigt den Blutdruck, muss man auch hier immer bedenken, und das wissen Sie sicherlich schon, Lakritz. Und wenn es echte Lakritz ist, also wenn es der Saft aus der Süßholzwurzel ist, dann erhöht der den Blutdruck. Also hier Lakritz oder größere Mengen Lakritze in Verbindung mit Bluthochdruck, bitte vorsichtig. Schön, dann wäre ich am Ende meines Vortrags. Ich danke Ihnen recht herzlich für die Aufmerksamkeit und stehe Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.